Und heute starten wir an der Stelle quasi, wo ich letztes Mal auch schon gestartet bin, im Wald. Und am Ende sind wir hier an der Ecke an einem Birkenpoding rausgekommen. Und heute bin ich zurück, um den Samtfußrübling zu ernten, wenn dann noch was für mich da ist. Schauen wir einfach mal, wir kriegen ihn hier mal rein. Und ja, werden wir erstmal hier jetzt den Birkenpoding schnappen, weil dazu habe ich ein bisschen recherchiert. Dazu kann ich was sagen. Ja, ich muss nur noch einen Weg finden, wie ich hier möglichst senkrecht durchkomme. Oh, besser. Viel besser. Ja, ich bin wieder am Schobeler Wald. Ab und zu kommt ja die Frage, wo ich mich denn nun aufhalte. Und ja, beim letzten Mal habe ich hier den Birkenporling entdeckt. Das ist eine kleine Birke und das ist definitiv ein Birkenporling. Man kann es sehen, es hat halt hier so, ne, diese typischen. Und ja, wenn unten schon so schwarze, braune Stellen sind, dann ist der auf jeden Fall nicht mehr gut. Das kann man hier sehr gut erkennen. Mehr möchte ich euch dazu jetzt auch gar nicht sagen. Es ist jetzt ungefähr 10 Tage, es ist genau 11 Tage her, dass ich das letzte Mal hier war. Und der Samtfußrübling ist da vorne auch schon. Ich kann auch noch nichts sehen. Hier haben wir ein paar Judasohren. Also hier kommen auf jeden Fall ein paar. Die sehen richtig gut aus. Alle schon mal essbare Pilze. Und wie sieht es mit dem Samtfußrübling aus? Oh, er hat bald seine Zeit gehabt. So sieht es derweil hier aus. Habe ich euch letztes Mal gezeigt. Die waren noch ganz winzig. Ne? Die werde ich mir gleich nochmal näher angucken. Und dann haben wir hier noch ganz tolle Exemplare. Also ich finde, da kann ich auf jeden Fall was mitnehmen. Oben sind noch welche. Meine ersten Erkenntnisse, also der erste, da konnte ich jetzt nichts sehen. Der war auf jeden Fall, also insofern sehen, dass es auf jeden Fall zu alt war. Und ich habe jetzt hier einen und versuche den mal ein bisschen in der Kamera ein bisschen näher ranzukriegen, dass ich euch zeige, was ich dann nicht anrühre. Ihr könnt ihr das sehen, der obere Bereich ist ein bisschen bräunlicher, der hat auch schon so Flecken dran. Aber der untere Bereich, der sieht noch gut aus. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich hier Teile vom Pilz irgendwie mitnehme und andere Teile nicht, sondern ich suche mir die aus, die noch gut aussehen. Der klebt auch, also man kann das richtig sehen. Ja, ich schaue mal, was ich da kriegen kann. Das ist jetzt das Exemplar, da sieht man so ein bisschen, hier wird das, ja, dunkelbraun und innen kann man das auch mal noch mal super erkennen. Ich denke, ansonsten sieht der Pilz richtig gut aus und ja, jetzt hangle ich mich so längs. Das ist auf jeden Fall schon einer, der hat viel Schönes an sich. Schöne Lamellen. So ihr Lieben, ich sehe auf jeden Fall, die Ausbeute wird sehr gering ausfallen. Also das klebt auch so ein bisschen am Baumstämmchen fest und so dazwischen. Dadurch entstehen wohl auch diese braunen Stellen. Aber es sind sehr wenige dabei, die man jetzt wirklich ernten könnte. Und deswegen beschließe ich heute und hier einfach mal so die, die drüber sind, wegzumachen. Und ja, so ein bisschen ausdünnen, ein bisschen wegmachen, um den Pilzen bei den Ansätzen dann nochmal die Chance zu geben, dann ein bisschen nachzuwachsen. Hier könnt ihr das ganz wunderbar sehen. Also die dunkleren, die würde ich jetzt nicht mitnehmen. Ich hatte die auch gerade in der Hand. Die sind ein bisschen trockener. Hier sind durchaus noch welche zwischen, die ein bisschen heller sind. Aber die würde ich jetzt auch in Ruhe lassen. Ich würde jetzt eher hierbei gehen, denn hier sind noch so kleine frische Ansätze. Vielleicht kommt da ja noch was nach. Ein wunderschöner Pilz, wie ich finde. Mehr wollte ich nämlich gar nicht. Einmal Birkenporling sind wir noch am Judasohr vorbeigekommen. Ich denke, nach dem Judasohr werde ich auch noch mal schauen an der einen oder anderen Stelle. Dann nehme ich den nämlich mit. Der ist auf jeden Fall gut. Muss halt nur eine Stelle finden. Muss ich euch jetzt nicht noch mal dabei haben. Ich war selbst schon mal auf Tour. Ich kenne auch ein paar Stellen noch in Husum.
und Umgebung, wo die auf jeden Fall wachsen. Hier noch ein bisschen ausdörren, nach Judas Ohr gucken und dann geht es für mich auch schon nach Hause. Ich freue mich auf die Gartenzeit, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid dabei und irgendwas von Pilzen wird es auf jeden Fall auch wieder geben. Das ist einfach mein Ding. Ich möchte hier weitermachen. Das macht Spaß, auch mit der Kamera durch den Wald zu gehen. Ich weiß, meine Videos haben in der Hinsicht wenig Aufrufe. Das Interesse ist dann natürlich geringer. Ihr wollt mich im Garten sehen, ein bisschen da das zeigen, was ich gelernt habe. Und ja, das wird auf jeden Fall passieren. Aber die Pilzsache, die will ich deswegen nicht fallen lassen. Das hat auf jeden Fall zu mir gefunden. Vielleicht ein bisschen weniger frequentiert, vielleicht ein bisschen kürzer, so wie jetzt. Und im Großen und Ganzen einfach so eine gesunde Mischung auf meinem Kanal. Ich denke, das kommt mir auch entgegen, das ist nicht eintönig, abwechslungsreich. Für mich auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Wenn es um kreative Arbeit geht, dann ist das schon wichtig, so in seinen Energien zu sein und immer den gleichen Trott anzufahren. Das bremst Kreativität dann aus. Wenn ich dann zwischendurch mal im Wald sein kann oder mit anderen Sachen um die Ecke kommen, ich glaube, das ist schon eine gesunde Sache. Ja, für uns alle gut, für uns alle bereichernd, hoffe ich. Ich hoffe, ihr unterstützt mich da auch weiter. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal, auf die nächsten Videos, auf eure Kommentare. Danke, vielen Dank bis hierher für alle, die es bis zum Ende eines Videos schaffen. Ist ja auch nicht mehr selbstverständlich heute. Und ich sage bis zum nächsten Mal und bin raus und tschüss.